Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay, Serie, Film. Also wir zocken Vader Immortal Episode 2 und ich habe ja schon den ersten Teil gezeigt. Ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Im letzten Teil, am Ende, haben wir quasi Seite an Seite mit Darth Vader gekämpft. Und ja, dann sind wir mit ihm mitgegangen und er wird uns wahrscheinlich jetzt lehren, ja, wie man die dunkle Macht benutzt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und ich würde sagen, los geht's. The bright star is hidden beneath us, somewhere within Lady Korvac's sanctum. Vader has the only key, but he needs a descendant of the ladies to wield it. Korvac? That creepy guy said you're a descendant of Lady Korvac. Is that what Violet meant about your bloodline? You will be able to unlock Lady Korvac's sanctum. What you seek is finally within your grasp. I will not be denied. You will help seize the Bright Star. I sense a latent force ability within you. Follow me and I will instruct you in its ways. You will need the force if you are to survive the path ahead. Ja, Leute, da sind wir. Ich habe gerade mal ein bisschen leiser gemacht, weil es war schon tierisch laut. Gehen wir mal das Vader hinterher. Unser Meister. Schon imposant, wie der da steht. Riesig, ey. Lady Korvac herself. Your ancestor. Like you, she was Force-sensitive, but she was weak, crippled by sentiment. Take heed you don't make the same mistake. The Force is more powerful than you can possibly imagine. The Force reveals mysteries that make the weak turn away in fear. Ich will das auch können. If the Force is truly your servant, unlock the secrets of life and death. Wow. Lady Korvac's devices could only be controlled by her or her descendants. Your blood makes you powerful, but you will need to learn the ways of the Force. Your training begins now. Ich bin bereit. Lord Vader. Now, reach out your hand. Use the Force to take control of this stone. Yes, I can sense the Force within you. Focus. Come. It is responding to your bloodline. Wow, this. Use the Force to place the stone. Yes. Yes, you've woken it. Sieht alles so gut aus. Now, complete what you have begun. Nummer 2. Haben wir noch einen dritten hier? Nein. Follow me. Schon ziemlich dunkel. Teilweise. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Als braver Schüler warte ich hier. You shall promise, but you have much to learn. Defend yourself.
Your fear is holding you back. Conquer it. Embrace your anger. Und wie geht das jetzt? Der nächste trifft dich. Nee, der trifft mich. Enough. You have glimpsed the power of the Force. We will resume your training later. Also zwischendurch krieg ich mal hier ein paar Sachen erklärt. Oh. Das sieht komisch aus. To you, my future descendant, hearing me now, tread carefully. My husband received a mortal blow in battle. Desperate to revive him, I created a machine to harness the Bright Star, the Mustafarian's life-giving crystal. The machine created terrible destruction. Mustafar and all who dwell here paid for my transgressions. You, die 8-Bit-Erklärung. May have a chance to heal what I wrought. I have hidden the Bright Star. Seek it in my husband's tomb. Use justly. It could be Mustafar's salvation. Please help me. Lady Korvax did not understand what she created. With the power of the Eon Engine, I will become unstoppable. Also wir suchen den Bright Star und das ist, scheint eine riesige Energiequelle zu sein. Ist fast schon schade, dass es nur wirklich eine interaktive Serie ist, anstatt ein wirkliches Videospiel. Was seid ihr denn für welche? Ich kann nichts machen. Wo kann ich was halten? Da ist meine Kraft. Du bist hässlich, komm! Ach, sehr statisch das Ganze, ich kann mich nicht bewegen. Warte, mach mal kurz so. Your abilities thus far are sorely lacking. Okay, wir müssen hier hin. Oh, das hört sich jetzt nicht so gut an. Control your fear. Okay. Jetzt. Und wo ist mein Schwert? Heed me. Vader seeks the Bright Star. He must not succeed. I have glimpsed a terrible future where he controls its power. Worlds, entire galaxies will crumble in his grasp. Surrendering their vitality in order to feed his insatiable hunger. You must find the Bright Star before Vader does. Return it to the Mustafarians. Entrust it in their keeping.
And perhaps ein bisschen creepy. They can heal this cursed world. I have suspended time. But only briefly. You must climb. The tomb containing the bright star lies above. I am weakening. Go. Quasi gar nichts. Kann ich irgendwas machen? Okay, hoch hier. Mich nicht an. Es ist so laut, ich habe schon weiter gedreht. Okay. Schön aufpassen. Schön hoch. Also in meinem Schwert würde ich mich irgendwie wohler fühlen. Captain, over here. Hallo. I can't believe it, Captain. You're alive. Whoa! There's a giant a creature below you. Hab ich mich erschrocken, Alter. Ich glaube, das könnte in VR-Family auftauchen, dieser Schrei gerade. That was amazing. Okay, you gotta... Ja, mein Schrei war amazing. I don't understand why you never mentioned that you had the Force. I knew it. The moment I saw you with Vader, I knew you were special. You can summon the life current. I'm so special. Like I thought for I'm sure so special. Toast. Oh, and check this out. Violet let me keep his totem. He deputized me, which technically means I sort of outrank you. Sorry, bud. Thanks to you, we are closer to the bright star than ever. Lord Korvax's tomb is near. I can show you the way, but we have to move quickly. Vader must not get to the crypt before we do. Ugh, everything's hurry, hurry with this guy. He won't even slow down to hunt for loot. I've seen a ton, which I'd like to bring with me. Die Charaktere sind schon geil gemacht. Aber es wäre so geil, wenn es in Deutsch wäre. Wenn es so schnell alles geht, dann verstehe ich auch nur Bruchstücke. So, ich hoffe, ich habe irgendwann die Möglichkeit auch zu entscheiden, dass ich wirklich nicht der Böse sein will. Oh, da hinten ist was. Oh, oh. Das ist nicht gut. Puh. Con soledad sinceritas. Das macht Spaß. Aber ich kann mich nicht bewegen, ist echt irgendwie. Das ist cool. I love it. Wo? Hinter mir ist frei, okay.
must move on. That door should be a way out of here. Das war klar. Ha. Oh, der schafft es auch ganz gut ohne mich, scheinbar. Infernal contraption? Man, I think Philip's cracking up. Let's get him his bright star and get the criff off this planet. Weiter geht's. Okay, auf es geht's. Wow. The crystal mine. Lady Corvax used these stones to power her technology. Nice. Was sind Energiequellen? Seriously? What? Ist auf jeden Fall besser als jede Serie auf dem Flat-TV zu schauen. Das könnte echt die Zukunft von Serien werden. Aber dann bitte auf Deutsch. The bright star was more powerful than all the crystals here combined. Okay, der Bright Star ist Lady Corvax created viel, viel kräftiger als alle Kristalle hier. The bright star's energy. The destruction it unleashed reduced our planet to a wasteland. Sieht fast aus wie so eine Atombombe. As outsiders desire the bright star's power, Mustafar will never be free. Okay. Oh mein Gott. Marching Horde. Lady Corvax's Sentinel Army. I don't like the look of this place. Nee, ich auch nicht. Oh, the crypt should be that way. Oh Gott. Wenn die jetzt alle aktiv werden, sind wir am Arsch. Komm, ich bin direkt hinter dir. Mach die nicht aktiv. Mach die nicht böse, die Roboter. So viel Kraft habe ich noch nicht. Ich bin nur ein kleiner, böser Padawan. Only one of the Corvax bloodline can pass. I think he means you, Captain. I don't even have blood. Ach nee. Ja, ich versuche nicht zu sterben, okay. Oh, ich habe keinen. Ich habe kein gutes Gefühl. Return the Bright Star to the Mustafarians. They may be able to heal the damage done by Lady Corvax. My Lady Corvax. She tried to save me from death. I was cursed. Trapped between this world and the next. Take my light sword from the statue. It will unlock the bright star. Return the bright star to the Mustafarians, and I may be freed from this curse. Okay, soll den Bright Star den Mustafarians zurückbringen?
Ha, endlich wieder ein Lichtschwert. Aber es macht schön schönes Licht, also bleiben wir mal hier. Hat schon so ein bisschen was von Horror, fast schon. Alles ziemlich dunkel gehalten. Das ist der Bright Star. Das ist der Firefox, ist das. Okay. So einfach werde ich da nicht rankommen, scheinbar. Okay. Okay. Okay, es werden mehr. Lass los! Okay, war doch gar nicht so schwer. Okay, was passiert jetzt? Du musst aufgehen, sonst sind wir... Okay. Ich habe die Macht. Wait, is it in that box thing? Ja. Passt das hier rein? Ah. Let me see it, please. And you were the key to unlocking it. Your ancestry. Sure beats my family heirlooms. Thank you. This will give my people a chance of freedom. Wenn Darth Vader nicht jetzt gleich ankommt. You got your Bright Star. And you're welcome, by the way. Once we get our ship back, let's skedaddle off this hellscape. Yes. We better get going. Ich habe kein gutes Gefühl. So you think the priestess is gonna meet us here or what? What do we do? Thank you. I am sorry. Sorry? What? Das heißt nichts Gutes. Am I right, Captain? I've never felt so weak. Das ist nicht gut. Dass der. Oh je. You rat. I knew we shouldn't have trusted you. No! Vader only sees the Bright Star. Now that he has it, he will leave us in enough. Did you think you could become my apprentice? You were a means to an end. Now you have outlived your usefulness. Okay. Wir haben Vader sauer gemacht. Scheiß drauf. Ich kann mich nirgendwo. Ich sehe auch nichts. Okay. Lebt der auch noch, der andere? That better not be violent. Please. No, no. You betrayed us. You betrayed everyone on Mustafar. Echt? I thought if we rid the planet of the Bright Star, we would finally be free.
But now I see that the only path to freedom is to work together, to get the Bright Star back. Auf einmal. Wir arbeiten nicht mehr zusammen, scheinbar nicht. Kann ich nicht irgendwas werfen? Captain! Oh, you took a big hit there. Are you okay? Weg, weg, weg! Du musst weg! Haust du ab! Wann geht er denn aus? Ich habe eine Fehlfunktion. Nein, 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 nicht weg! Captain, you gotta come help me! See if you can find a way through! Oh Gott! Was jetzt? Was jetzt? Ich kann nichts aktivieren! Okay, okay. Ah! Vielleicht hier lang. Vielleicht hier lang. Wütend. So schnell kann ich nicht abwehren. Alter. Okay, da ist. Der will abhauen. Ja, ja, ich komme hoch. Ach, was soll das immer? Was aber ein böser Kamerad ist das. Okay. Oh, da hilft mir jemand. Kann ich denn noch irgendwas machen hier? Jawohl, das war das Richtige. Ins Herz. Puh, stinkt der. Oh, den Braten nicht hier. May the sleeper guide your spirit along the river of stars. Vader won't waste any time activating the Eon Engine. When he does, he will destroy what little life still clings to our planet. Only you can face Vader. Our only hope is to attack his castle. Wait, you want us to take on the entire garrison? We need an army for that. You have an army. Die Roboter sind meine Armee. Okay, nehme ich. Ja, Leute, das war Episode 2
Vader Immortal. Geile Story, einfach geil. Also mir gefällt's. Von der Spieldauer ist es echt... Ja, könnte besser sein. Oder länger sein, eher gesagt. Ich habe jetzt das Gefühl, waren so 30, 40 Minuten. Vom Gefühl her. Ja, für 10 Euro ist es natürlich hart, aber was man hier geboten kriegt, also echt cool. Könnte natürlich, habe ich aber im ersten Teil schon gesagt, dürfte nicht so linear sein. Also ich müsste mich öfters mal bewegen können und ja, man ist wirklich fest, stark gebunden auf einen Punkt und muss dann irgendwas machen. Aber nichtsdestotrotz, echt geil. Star Wars Feeling halt. Gerne mehr davon. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, ja, haut immer mal wieder auf den Abo-Button. Wäre echt nice von euch. Würde ich mich drüber freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.